Hallo, euer Capo hier. Heute ein weiteres Video von Watcher of Realms. All in gehen wir heute. Wir versuchen so viel wie möglich einfach nur zu öffnen. Viel habe ich nicht, aber ich habe ein paar goldene und das lässt mich so ein bisschen hoffen, dass wenigstens ein Leggy vielleicht rauskommt. Erstmal zu den Uralten. Wir haben hier drei Stück. Ich denke, die machen wir als erstes auf. Dann haben wir 35 blaue, beziehungsweise wenn ich 20 öffne oder 17, kriege ich nochmal 7 Stück dazu. Die werde ich hier reinsetzen und gucken, ob ich hier ein Leggy kriege und dann kriege ich ja noch ein Leggy. Und die drei goldenen, die ich habe, die werde ich hier einsetzen in der Hoffnung. Meiner Meinung nach würde ich lieber gerne Constanze eher haben wollen als Alaura, aber es wären beide mega, von daher. Wer sonst noch geil wäre, und das ist noch so meine Hoffnung, wenn es keiner von denen beiden wird, dass ich endlich mal Holo kriege. Ein sehr, sehr guter Champ, die ich gerne haben würde, wollen, aber noch nie bekommen habe als epischen Champ. Und das wäre halt wirklich mega, hier jetzt so eine Chance zu haben, sie zu bekommen. Ja, fangen wir an. Würde ich sagen, drei Uralte. Da mache ich mir echt jetzt nicht viel Hoffnung. Mehr Hoffnung mache ich mir nachher hier bei denen, beziehungsweise vielleicht sogar hier bei 35, bei 42 Stück. Werden wir sehen, fangen wir an. Drei Uralte. Wünsch mir Glück. Los geht's. Und wir fangen aber schon mal mit dem Epischen an. Das ist ja schon mal nicht schlecht, muss man mal so sagen. Ich brauche sie zwar nicht, aber Episch ist doch schon mal nicht schlecht. Für einmal beschwören. Ah, Voltus. Und jetzt. Schade, schade, schade. Aber wie gesagt, habe ich mir eh nicht viel erwartet. Ich würde sagen, wir machen jetzt als nächstes die blauen auf, bevor wir nachher zu den drei Leggy-Splittern kommen. Wir machen zwei Zehnerpuls, beziehungsweise nein, wir machen vier einzelne, ein Zehnerpul. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Machen wir erstmal vier einzelne. Das war nix. Ja, also wie gesagt, meine Hoffnung ist, ein Leggy zu bekommen. Das wäre natürlich schon mega genial. Bei denen in Anführungsstrichen ein paar Splittern. Andere öffnen 200 plus, von daher ist es wirklich, oder wäre es wirklich nicht schlecht, wenn wir hier welche bekommen. So, jetzt machen wir einen 10er Pull und dann machen wir nochmal ein paar Einzelne wieder. Ja, nein, schade. Einen epischen Holo wäre natürlich super. Nee, schade, genau der falsche. Der aber auch mit drinne war, also hier oben mit drinne ist. Nee, hier drinnen nicht, hier doch nicht mit drin ist. Hier war ja Theowin, nicht Maul. Sorry, habe ich mich verguckt. Jetzt haben wir hier noch 8 Stück. Die öffnen wir erstmal und dann machen wir nochmal 2 Zehnerpuls. Vielleicht kriegen wir bei den 8 wenigstens noch einen epischen hin und dann bei den 2 Zehnerpuls ist doch dann für mich hoffentlich ein Leggy reserviert. Beziehungsweise dann ja auch 2. Los geht's. Ja. Aurel auch nicht schlecht. Die kann ich wenigstens noch erwecken. Von daher sehr, sehr gut. Bin ich zufrieden. Vier Stück noch. Zwei Stück noch und dann könnte es noch mal episch werden oder golden. Der kommt heute ganz schön oft, also wer den benötigt, ist halt der beste Tag, denke ich mal, dafür. So, die letzten 20. Wir hoffen jetzt auf ein Leggy. Wünsch mir noch mal Glück. Los geht's. Aber episch. Sandai und Idril brauche ich leider nicht mehr. Idril, sehr, sehr guter Champ. Letzter 10er Pull.
Los geht's. Nein, alles blau. Es sollte nicht sein. Ich werde jetzt aber mal alle blauen verkaufen, beziehungsweise gucken, ob wir irgendwo hier noch ein paar Splitter zusammenkriegen. Nee, reicht nicht ganz hier. Gucken wir mal hier, ob hier was drin ist. Nein. Auch nicht. Im Markt hatten wir auch schon alle geholt, da auch nicht. Hier haben wir noch zwei Stück. Die können wir noch kurz öffnen, bevor wir dann zu den legendären kommen. Zwei einzelne. Und weil ihr es seid, mache ich noch mal gucken, eins oder zwei mit Diamanten. Los geht's. Ja. Nein, wieder nicht. Wieder nicht. Wieder Maul. Komodo, den kann ich, glaube ich, noch erwecken. Einmal machen wir noch und dann verkaufen wir alle blauen. Und dann haben wir wieder relativ gut Diamanten. Nee, alles blau. Gut. Das reicht für heute mit dem Blauen. Wir verkaufen erstmal. Kriegen wir wieder 2000. Da machen wir noch mal einmal. Jetzt haben wir, wusste jetzt nicht, dass ich so viel bekomme. Da können wir einmal noch mal machen. Los geht's. Wieder alles blau. Einer geht noch. Nein. Soll heute wirklich nicht sein, schade. Das reicht jetzt aber auch definitiv. Verkauf mal nochmal die blauen, beziehungsweise hier kriegen wir noch ein paar Diamanten. Okay, das passt. Gut, dann wünscht mir jetzt Glück, dass jetzt bei den drei goldenen was bei rumkommt und wir etwa einen von den beiden Leggies ziehen oder wenigstens Holo bekommen. Das wäre halt wirklich ein Traum. Los geht's. Genau den, den ich nicht brauche. Schade. Los geht's. Komodo, also heute habe ich echt mal wieder überhaupt kein Glück. Der letzte, da macht man sich eher wenig Hoffnung, wenn es der letzte ist. Los geht's. Das kommt mir bekannt vor, Nocturne. Ist gut, ja, ich kann ihn erwecken. Das ist positiv zu erwähnen, aber nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Schade. Echt schade. Ja, wir gucken mal, was bis Sonntag noch bei rumkommt. Man kriegt ja im Laufe der nächsten 2 Tage bestimmt noch ein paar blaue Splitter und vielleicht haben wir dann die Chance, hier noch was zu reißen. Ja, bin ein bisschen enttäuscht. Es ist ein Leggy geworden. Das war ja mein Ziel. Und das hat doch funktioniert. Es ist wenigstens einer, den ich erwecken kann. Das geht schon. Aber hab mich ein bisschen mehr erhofft. Wenigstens die gute Hollow. Schade, soll nicht sein. Mal gucken. Also, wer Interesse hat, Sonntag live im Stream von mir was geöffnet haben möchte. Oder wer von mir was geöffnet haben möchte, so rum. Der kann sich gerne bei mir melden, etwa live im Stream oder vorher schon, dass wir die Daten austauschen und dann können wir live bei euch oder bei uns im Stream dann öffnen. Ist auch egal, welche Splitter, wir können alle durchgehen, von daher, wir haben Zeit.
das Pech ist, sage ich mal, raus. Von daher kann es nur besser werden. Ja, generell, wie immer, wenn euch meine Videos gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten YouTube-Video oder im nächsten Livestream. Euer Capo. Macht's gut. Ciao, ciao.